Helm der grauen Wächter übrigens. Ah, sieht aus wie unser Helm. Was haben wir überhaupt für eine... Ah, das ist auch der Kriegsschrei. Liliana kann den nicht tragen. Zu schwach. Viel zu schwach, Liliana. Gut, das Schwert ist also dann möglich. Falle ausgelöst, das war ein Fehler. Laden wir mal. Ich möchte nicht die Erfahrungspunkte dieser Falle haben. Kannst du die auslösen? Wieso kann sie den Stolperrad? Sie kann den Stolperrad nicht benutzen. Bringt nichts. Au, hat das wehgetan. Zieh ich mal zurück. Na. Okay, merken wir uns. Die Falle kann sie irgendwie nicht entschärfen. Weil die sehr wütend ist. Und dann kommt der Kreischer gleich an. Gut, lösen wir die. Was wird die Falle für Böses uns antun, ist die Frage. Ich habe nichts gesehen, was es angetan, was es getan hätte. Ich bin erfreut. Und deponiere dich mittiger und kläffen. Genau so wird es geschehen. Warum? Ich würde eigentlich Liliana mit reinbringen, damit die hier noch wieder ihren den Baden-Modus aktivieren kann. Ach, das ist der Kampf. Danach ist es zu plündern. Uns geht der Platz aus. Da ist der Stolperdraht. Der hat sich wieder aufgerichtet. Können wir ihn jetzt auslösen? Über Lands Inventar. Okay, wir haben keine Möglichkeit, den Stolperdraht irgendwie auszulösen. Und dann nicht. Dann halt nicht. Jetzt müssen wir überlegen, was wir mit unserem Inventarplatz machen. Denn der ist echt überfüllt jetzt. Ogren! Können wir bei dir irgendwelche Bolzen reindrücken? Hier. Das gewinnen wir einen Platz. Liliana. Gut, das ist nicht hilfreich. Schell kann keinen zweiten Angriffssatz tragen. Wir sind bereits voll ausgestattet. Wir können ja aber. Aber können wir nicht. Können wir also nicht, das ist nicht hilfreich. Bleiben erstmal bei der grünen Klinge. Ich möchte nichts wegwerfen. Alles, was wir haben, können wir theoretisch verkaufen. Ich habe eine Idee. Ogren! Du alte Tüte. Geh übrigens auf deine Hauptwaffen wieder. Pass mal auf. Hier, ich gebe dir einen aus. Bei meinen Ahnen, das ist ein wundervolles Geschenk. Hier, bitte. Bei meinen Ahnen, das ist... ein wundervolles Geschenk. Natürlich ist das. Haben wir sonst noch was, was wir vielleicht... ein heiliges Symbol aus Silber mit Ätzung. Das ist doch was für Liliana. Oh, wie lieb von euch. Gerne doch. Ich danke euch sehr.
Mit zwergischen Runen. Stahlarmschütze. Was man verkaufen kann. Mit den ganzen Kram rüber können wir nichts mitmachen. Das haben wir zumindest ein bisschen Inventarplatz wieder gewonnen. Wir müssen aber jetzt warten, bis wir wieder in unsere Modi reingeraten können. Ich traue dieser... Ich traue diesem Raum nicht. Der sieht wütend aus. Gut, zuerst in die Kammer hier drüben. Ein Langschwert, natürlich. Und noch ein Langschwert, natürlich. Und eine Kriegsaxt. Gut, das war unser Platz wieder, den wir gerade durch die Geschenke gewonnen haben. Herr Ogren, wie ist die Lage? Hört auf, Zeit zu verschwenden, ja. Wächter. Ich bin nicht hier, um zu plaudern. Speichern. Genau so wird es geschehen. Gut, das ist auf was uns auf die andere Seite führt. Das heißt, da müssen wir nachher gleich hin. Hier müssen wir erst einmal aufräumen. Aber zu unseren eigenen Bedingungen. Wir werden da nicht reinrennen. Das wäre ungesund. Wir ziehen die Einzelnen hier rüber. Oder zumindest in so verringertem Maße, wie es uns irgendwie möglich ist. Was jetzt? Ja, wenn wir da reinstürmen, dann werden die uns irgendwie unmöglich zerlegen. Die haben die Verteidigerposition. Und die verschafft ihnen einen kleinen Vorteil. Achso, das ist glaube ich entweder ein Alpha oder ein Gesandter. Plus Spaß. Inventar ist verstopft. Das können wir noch mitnehmen, weil das stackt. Das ist nett. Genlock Schmiedemeister. Wie ihr wünscht. Bloß die Bolzen der Verdammnis. Jetzt. Bringt nichts. Ja, und ein Alpha auch noch. Okay, Leana kann sich nützlich machen. Pass auf. Leana, mach dich nützlich, indem du dich hier hinstellst und anfängst, dieses Lied zu trällern. Orgrim braucht erstmal einen schwachen. Shell braucht auch erstmal einen schwachen. Wo ist das Momentum? Naja, das mussten wir aufgeben, als wir den. Okay, das funktioniert gerade nicht. Das funktioniert gerade ganz und gar nicht. Shell braucht einen echten. Hundi ist ein bisschen im Eimer. Aber wir räumen jetzt mal den Abschaum hier weg. Und wir sind betäubt. Shale. Nimm noch einen schwachen. Shale ist umgekippt. Okay, das bringt nichts. Ogrin darf jetzt nicht umkippen. Die zwei sind zu gefährlich. Die müssen ja ein bisschen voneinander trennen. Gut, er geht den Schmiedemeister an, du kannst ihm noch einen Schwachen geben. Lass das.
Das bringt doch nichts. Laden wir neu. Das war ein Fehlschlag. Definitiv. Weil die einfach... Weil der Schmiedemeister ein bisschen unhilfreich war und wir haben uns ein bisschen zu sehr aufgeteilt. Wir haben uns zu sehr aufgeteilt und nicht das Beste aus dem Hund rausgeholt. Wie ihr wünscht. Ja. Halten wir zunächst immer fest. Mit der Armbrust da reinzuschießen bringt uns erstmal gar nichts. So, sie sind provoziert, sie sollten nie rüberkommen. Nun gut. Hier. Wenn sie nicht rüberkommen, dann schicken wir ihnen Freundlichkeiten rüber. Ah. Wo ist die Stelle bitte gelandet? Ich hab euch gesagt, ihr solltet stehen bleiben, oder? Ha. Bleibt stehen, wo ich euch hingeschickt habe. Beenden wir es. Und damit haben wir sie jetzt ausreichend provoziert, damit die jetzt uns nachgehen müssen. Steinherzmaß aktivieren. Und da ist der Schmiedemeister. Drauf da. Was war das denn für eine Betäubung der ultimativen Verdammnis? Überwältigen, wenn du kannst. Ah, gut. Ja, kann. Das ist überraschend. Genau so wird es geschehen. Ihr könnt jetzt alle einfach drauf auf den Schmiedemeister. Der ist böse, der muss direkt sterben. Und die? Ansturm. Abzug auf Angriff. Hundi geht's gerade nicht so gut. Hundi sollte jetzt ganz kurz mal einen doppelt gebackenen, einen normalen Barkeks nehmen. Okay, Hundi wird später einen doppelt gebackenen kriegen. Shale, du brauchst mal kurz einen echten. Und jetzt lassen wir uns ein bisschen zurückfallen. Denn Shale ist verwundet. Position halten. Und jetzt alle drauf da. Wohin als nächstes? Da drauf jetzt. Wir wollen Shell jetzt mal die Gelegenheit geben, sich ein bisschen zu regenerieren, ohne dass wir Ressourcen dafür aufwenden müssen. Ja? Haben wir des Schmiedemeisters, Speerwerfer und 3 Gold. Gut, wie kommen wir da nochmal umhin? Gegen Naturschaden. Wenn wir etwas wegschmeißen, werden es wahrscheinlich zuallererst die Salben sein. Oder die Gifte. Wir lassen Liliane einfach ein Gift benutzen. Halt das mal. Die wollen sich nicht wehren. Alles klar, Liliana. Nimm dir mal... Was bewegt das? Zusätzlicher Naturschaden. Naturschaden. Geistschaden. Nehmen wir einzelne Gifte, von denen wir nur eins haben. Nehmen wir das Schlangengift. Das können wir nicht ohne weitere Probleme selbst herstellen. So leicht kommst du mir nicht davon. Das reicht. Verfehlt. Warum?
Na, seien wir recht. Von mir aus. Und dann halt nicht. Ey, alle zuerst auf den Alpha. Jetzt können wir die Gifte aber nicht mehr benutzen. Was ich als traurig empfinde. Ja, komm, benutzen wir so einen Geisterbalsam. Einfach aus, weil wir es können. Besser als es komplett zu verschwenden. Hörst du auf damit? Och, noch mehr Inventarplatz. Wie schaffen wir es immer wieder, unser Inventar verlaufen zu lassen? Aber selbstverständlich. Liliana, was ist der Speerwerfer verglichen mit deinem Bogen? Deutlich besser. Schnelles Zielen und mehr Rüstungsdurchdringung. Benutzt den. Außerdem möchtest du vielleicht mal dir eine Verletzungsausrüstung geben, so eine der teuren. Und die braucht einen doppelt gebackenen. Und dann ist das hier alles mal ganz gut. Kriegsaxt, die nicht reinpasst. Alter. Meine Güte. Wo nehmen wir unseren Platz wieder her? Alles muss mitgenommen werden. Das sind die grundlegenden Regeln. Wir haben einfach viel zu viel Zeug dabei. Wir können natürlich theoretisch irgendwann einfach wiederkommen. Und nochmal die Wege komplett leer räumen. Dann sind wir ehrlich, wir müssen irgendwas. Okay, wir werden die Lederhelme los. Wir werden hier nie wieder herkommen. Wir könnten zurück. Ich glaube, wir ziehen uns lieber erstmal ein Stück zurück. Wir kommen später wieder hin zurück. Aber wir können von hier aus nicht reisen. Wir müssen den ganzen Weg zurückrennen. Dann machen wir das lieber jetzt. Ansonsten werden wir den Rest des Gebiets mit vollem Inventar durch die Gegend rennen. Und das kann nicht zielführend sein. Der nächste Händler, den wir kennen, das ist Rook. Und ich glaube, der befindet sich im Ortenteig, wenn ich mich recht entsinne. Also entsprechend perfekt, weil wir dann uns das Elfenschwert regeln können. Da wollten wir nicht lang. Falsche Richtung. Ein Geisterbalsam hält eine Weile. Nur ein bisschen Schaden, verstehe. Aber es ist eine Falle, die wir nicht entschärfen konnten. Und sich offensichtlich immer wieder selbst aufstellt. Jetzt wünsche ich, wir hätten Win dabei. Wäre so viel einfacher, uns schnell zu bewegen. Nein, da mussten wir nicht lang. Durch dieses Tor müssen wir auch nicht durch. Hier mussten wir durch den Tunnel. Ich erinnere mich.
Ja, wir wollen nicht die ganze Aktion hier mit der überfüllten Inventar durchziehen. Es ist angenehmer, wenn wir es hier dann schaffen, einmal kurz zurückzugehen und dann voranzukommen und dabei alles mitnehmen zu dürfen. Das Spiel gestattet uns dies ja immerhin. Jo. Es war ein guter Kampf. Das war's wohl. Das war es wohl durchaus. Aber jetzt ist unser Ziel erst einmal wieder der Ortenteig. In Ordnung. So, ein kleiner Trip zurücklegen. Ortenteig, das ist, wo er sein müsste. Denn wir werden noch die übrigen Rüstungsstücke von der Legion der Toten mitschleppen wollen. Und dafür müssten wir immer wieder das Inventar freiräumen. Ich bereue es, dass wir die Helme weggeschmissen haben. Aber was soll's. Außerdem befindet sich die Stelle hier und Rooks Lager ist da oben. Also alles auf dem Weg. Ist in der Kirche die Kleidung vorgeschrieben? Es gibt Roben und so. Und die muss man anziehen. Und so, Roben. Was noch? Nun, manchmal auch Amtstracht und Zeremoniengewänder. Klar, sicher und sonst? Warum seid ihr daran so interessiert? Ach verdammt, unter den Roben. Hosen? Keine Hosen? Was? Nicht ausweichen, nackt oder nicht? Was macht das für einen Unterschied? Na schön, sagt ihr es eben nicht. Ich find's schon noch raus, so oder so. Sicher. Viel Glück dabei. Zu dem Altar gehen wir erst, nachdem wir so einen Kram verkauft haben. Sonst müssten wir davor noch das Inventar freiräumen. Agrin einfach. Ne, lass mich durch. Die Wege sind im Endeffekt gleich lang. Noch eine Weile latschen, dann sind wir gleich da. Dann wird alles wieder gut. Bin ich froh, dich nicht ermordet zu haben, mein Freund. Nein, 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 nein. Ruck hört nicht zu. Ich will tauschen. Ruck hat einiges. Ich will doch nur tauschen. Das behalten wir, das kann weg. Die können alle weg. Das behalten wir, das kann weg. Kann weg, kann weg. Bogen des Fokus bleibt, das kann weg. Das kann weichen. Erstmal schauen. Helm der grauen Wächter behalten wir. Das behalten wir auch. Schwere zwergische Handschuhe können weichen. Schuppenrüstungshandschuhe können weichen. Legion bleibt. Kettenrüstung kann weichen. Schwere zwergische Stiefel können weichen. Das bleibt. Zwergische Rüstung. Weg damit. Kettenrüstung. Schwere zwergische Rüstung. Die ganzen kleinen Schilde. Diese Schilde bleiben. Große, klare Kristalle. Fehlerhafte Kristalle können erstmal weichen. Und kommen von mir aus noch nicht die großen klaren Kristalle weg. Und die kleinen klaren. Gravierte Silberschüssel. Seidenteppich, Flussspat, Marit, Amethyst, Topaz, Saphir, Smaragd. Salben. Werden wir die Salben jetzt los? Das ist die Frage. Eine Taschenvergrößerung hat er nicht drinne? Nein? Aber warum nicht? Schwere Kettenrüstung aus Drachenknochen. Oh.
gibt's. Ich würde die gerne sehen. Also, wo brauchst du den Templer hier? Drachenknochen ist schon krass. Schwere Kettenrüstung. Warte mal, wieso ist das Zeug gerade zu Drachenknochen geworden? Ist das nicht das, was wir ihm verkauft haben? Nein. Das ist es nicht. Gut, diese Handschuhe, Naturschaden. Wir haben keine Magier, die wirklich Naturschaden machen werden. Diese Handschuhe sind unglaublich leicht und bequem, doch selbst die kleinste Berührung ihrer Oberfläche führt bereits zu Reizung. Es ist zwar nicht wirklich gefährlich, sie zu tragen, aber sie sind eindeutig als Waffen und nicht als Kleidungsstücke gedacht. Ja, komm, weg damit. Den Helm behalten wir. Der einfachste Schutz für einen grauen Wächter, eine schwere Rüstung. Typisch für deren einzigartige Verhalten auf dem Schlachtfeld. Wo sie sind, dann in der vordersten Kampfreihe. Gürtel des Zerstörers. So. Ich glaube, wir werden dieselben mal los. Ja, was soll's. Wenn wir mal Salben brauchen werden, dann können wir uns selber noch welche beschaffen. Säurebeschichtung. Wir können auch die Gifte loswerden, die wir mit uns mitschleppen. Wir benutzen die ohnehin so gut wie nie. Also können wir sie auch verkaufen. Gibt es aber irgendwelche Bedarfsgegenstände, die wir gebrauchen können? Nein. 10 Schaden gegen Untote. Untote sind kein großes Problem im Moment, also... Tut das nicht Not. Und... Ja, da können wir uns hier nicht versorgen lassen. Na komm, weg damit. Wir kriegen dafür schon noch Ersatz. Der Hammer des Schmiedemeisters. Im Herz der tiefen Wege glühen ohne Unterlass die Schmieden der dunklen Brut, um Kriegswaffen herzustellen. Was diesem Streithammer an kunstwerklicher Qualität macht, durch tödliche Effektivität wieder wett, der Schmiedemeister war seines Titels wahrhaft würdig. Voll Resistenz und Angriff. Könnten auch loswerden, eigentlich. Wir haben bessere Zweihandwaffen. Na komm, weg damit. Das Käsemesser behalten wir. Braucht das eine gewisse Stärke? 24 Geschicklichkeit, die hat Liliana doch, oder? Wir geben Liliana erstmal unser Familienschwert. Und Olafs wertvolles Käsemesser. Ja, vielleicht zur Axt des Familienschwertes. So, das Familienschwert behalten wir. Ruck! Nein! Und dann können wir diesen verzauberten Dolch und dieses Langschwert des Wächters loswerden. Die Dinger sind schon längst obsolet. Und dann können wir gehen. Und uns mal umschauen nach dem neuen Schwert, das noch existieren will. Okay, Liliana hat die neue Waffe. Also hat ihre eigentliche Waffe ausgewählt. Speichern. Und dann eilen wir mal. Langsam. Wir eilen ganz langsam. Ach ja, die tiefen Wege. So langwierig. Schön zu wissen, dass wir irgendwann hier drin enden werden. Oder werden wir es? Diese Frage stellt sich ja. Nachdem die Bruchstücke des Schwertes zu den Schäbigen Überresten des Oberflächs zurückgebracht hast, wurde es wieder zusammengefügt. Es muss immer einen Nächsten geben, der den Kampf gegen die Dunkelheit aufnimmt. Das ist der Kern der Familie über Verwandtschaft hinaus. Der Kern der Verbindungen, der auf die Nacht einen Tag folgen lässt
und den Gefallenen ewige Ruhe gewährt. Restaurierte Inschrift auf dem Familienschwert der Trialmonts. Die Ehre des Oberflächlers aus Drachenknochen. Deutlich besser als die grüne Klinge. 3 Verzauberungsplätze. Plus 6 Schaden gegen Untote und Geisterresistenz. Was sagen unsere... Ja, wir machen definitiv noch mehr Schaden dadurch, durch die Ehre des Oberflächlers. Aber gut, da haben wir uns ein neues Schwert gegönnt. Ist zwar jetzt nicht mehr verzaubert, aber das ist nur ein temporärer Umstand. Und das Schwert ist aus Drachenknochen. Ist es vielleicht aufgrund unseres hohen Levels aus Drachenknochen? Vielleicht. Mal schauen.